Eurocity-Fest mit viel Live-Musik. Bekannte Namen wie Münchner Freiheit, aber auch junge Bands kommen. Zum Beispiel diese hier, eine deutsch-niederländische Co-Produktion aus Gronau mit Namen B54. Heute dein Gehirnfest, denn der Medienmann ist wieder da. Und wenn er dich erstmal geknackt hat, weißt du nicht mehr, wie es vorher war. Halte dein Gehirn fest, denn der Medienmann ist wieder da. Mit Larifari-Texten hat B54 nichts am Hut. Wie ihr Mentor Udo Lindenberg. Ohne ihn würde es die Band nicht geben. Zur Eröffnung vom Rock- und Pop-Museum hatte Udo Lindenberg die Idee, hier aus der Region eine neue Band zu gründen mit deutschsprachigen Texten. Und dann kamen die Initiatoren vom Rock- und Pop-Museum auf mich zu, haben mich gefragt, ob ich dieses Bandprojekt leiten möchte. Und ja, das läuft jetzt seit ziemlich genau 3 Jahren. Bandleader und Gitarrist Carsten Rauer kommt aus Gronau. Ebenso Bassist Stefan Reckmann. Dirk Dronkers, studierter Schlagzeuger aus den Niederlanden. Miriam van Eigen aus Meppen. Sie studiert Popgesang in Enschede. Erst seit einem Jahr spielen B54 in dieser Besetzung zusammen. Eigene Musik, erstmals eigene Texte auf Deutsch. Miriam findet besonders die Live-Konzerte spannend. Generell ist es einfach sehr spannend, im Moment noch zu spielen, finde ich, weil alles noch sehr neu ist, auch mit der Band. Und Eurocityfest, ja, da war ich zufällig letztes Jahr und habe mir auch ein paar Bands angehört. Und die ganze Veranstaltung finde ich schön, auch in Münster, sehr groß. Ich bin gespannt, wie das auf dieser Bühne, wo wir spielen, sein wird. Hier auf dem Syndikatplatz in Münster wird diese Bühne dann stehen. Steffi Stephan, Organisator des Eurocityfestes, liegt die sogenannte Neukommagut-Bühne für neue Talente besonders am Herzen. Wir haben hier beim Eurocityfest das unheimliche Glück, dass es also nicht mehr die Aktion New Names nur ist, nur in Anführungsstrichen, indem sich das nur aus Münsteraner Bands rekrutiert, sondern wir haben das Vorteil, dass eigentlich aus dem ganz landesweit, Nordrhein-Westfalen, so die besten Bands gecastet wurden. Das heißt, die wurden mit einer Jury ausgesucht. Und ich bin unheimlich glücklich über die hohe Qualität. B54 ist eine von 11 Newcomer-Bands. Der Bandname kommt tatsächlich von der Bundesstraße, die bei Gronau auf die Niederlande trifft. Grenzüberschreitendes Heimatbewusstsein. In dieser Gegend ganz selbstverständlich. Ich will zurück in meine Heimat, will zurück in meine Stadt, will wieder einfach nur nach Hause, wo alles angefangen hat. B54 am Freitag zu hören auf dem Syndikatplatz ab 16:30 Uhr in Münster.